Servusle, meine Lieben, schön, dass ihr hier seid. Eine gemütliche Runde in The Forest mit dem Voucher und mit dem Nameless. Der Tag ist frisch, wir sind gestärkt. Wir machen das so, wie wir das in frühen Kindheitstagen gelernt haben. Erst die Arbeit, dann das Vergnüge. Das heißt, wir schicken den Nameless jetzt erstmal ein bisschen bauen, bevor wir uns dann das Katana holen. Warum Vergnügen? Weil wir natürlich die Schildkröte mitnehmen. Und da hinten hat es wunderschöne Abfahrten, Leute. Da werden wir mal ein bisschen mit der Schildkröte noch rumheizen heute, ist klar. Bevor der Spaß zu Ende geht. Hier. Die Blockhütte tatsächlich fertig geworden von gestern auf heute. Hier kann man jetzt schlafen. Es ist eine wunderschöne Hütte. Ich finde das sehr idyllisch gerade. Ne? Ich will nicht ablenken. Custom Building kommt noch, Leute. Ich wollte nur sagen, ich mag die Hütte unheimlich gern. Also ich kann mich gar nicht, könnte mir gar nicht vorstellen, woanders zu leben momentan. So, guck mal, ich zeige es euch mal für die, die es noch nicht gesehen haben. Hier ist das Bett. Ne? Ich war so tierisch überrascht, als ich es gesehen habe. Ein Bett auf Zeitungen. Es ist wunderschön. Wir krautschen mal ein bisschen außen rum, dass man sieht. Kleines Kopfkissen. Ich glaube, hier liegt auch noch ein Gutzel. Nee, ist ein Stück von der Holzmaserung. Kleine Lampe ist installiert. Jetzt pass auf. Habt ihr mir in Staffel 3 schon ganz oft gesagt, Voucher, man kann jetzt Fallen auch ins Wasser stellen. Ich habe es nie probiert. Ich würde es gerne heute probieren. Und zwar brauchen wir da, glaube ich, die Tierfalle. Und die würde sich dann im Wasser ändern. Das ist der Käfig. Den müssen wir auch noch bauen. Allerdings habe ich noch einen kleinen Stickmangel. Stick me back. Dü dü tüm tüm. Stick me back. Wir bauen eine Tierfalle ins Wasser rein, wenn ich sie finde. Wenn ich sie finde. Ei, den könnten wir aber auch bauen hier, verstehst du? Weil Vögel sind bei uns immer willkommen. Hier lässt sich's gut mit Vögeln. Da war so ein typischer. Entschuldigung, Entschuldigung. Hier, ne? Bauen wir sie hin? Ja. Leute, ihr sitzt. Ich baue es euch. Ich baue es euch schon. Ich habe gar keine Sticks mehr. Okay, wir rüsten uns aus mit Sticks. Holz habe ich noch hinterm Haus. Lum, lilum, hallo Reh. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Weißt du, dann bauen wir jetzt ein bisschen. Hauptsächlich will ich vorne am Kran die kleinen Stufen hinbauen, dass wir mal schauen können, ob ich da vorne einen Holzbehälter hinbekomme. Dann können wir nämlich unten Holz einladen, hochschaffen und dann ist gut. Ist das der Hammer? Ich glaube, ich habe einen Bug, Leute. Bei mir regnet es jeden Tag einmal. Oh, wir haben gar keine Schildkröten. Pass mal auf, wir holen uns kurz einen... Doch, einen habe ich. Wir müssen uns nachher nur einen neuen holen, bevor wir aufbrechen. Da bauen wir uns gleich noch eine Schildi hin, Leute. Weil mit Schildi lässt sich gut Wasser sammeln. So, jetzt muss ich nur gucken. Ich habe mir die Farben hier noch nicht gemerkt. Ich weiß also noch nicht, wo was ist, aber oh, gar nicht schlecht. So, Vogel, lass deine Federn, dafür bist du da. Ey, guck mal, die können wir doch wunderschön hier hinstellen, oder? Nee, wunderschön nicht. Passt die da jetzt nicht hin? Das muss doch gehen. Für was machen die so eine Rampe hin? Egal, wir bauen sie hier hin. Auch wunderschön. 4 Sticks. Nehmen wir es. 2. Ja, weißt du, dann habe ich mir nämlich so überlegt, dann machen wir jetzt gleich noch einen schönen Ausflug. Dann bauen wir so ein bisschen. Wir setzen auch noch 2 Bäume an die Wall, dass die so parallel sich immer schön mit weiter ausbaut. Und dann kommen wir da schon zurecht, oder? So, Wasser fängt sich auf, Federn fangen sich auf. Was brauche ich denn für diese Falle, Leute? Die war doch so stickintensiv, ne? Stick me back. Bone Basket. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist die Falle? Sag es mir. Ich finde sie heute nicht. Da ist sie. Wow. Ich muss also die Augen zusammenkneifen bei den kleinen Zahlen. Das haben sie super gemacht. Für alte Leute wie mich. Ich verstehe. Ich verstehe es, Alterle. Ich könnte sie jetzt mal hier so... Hier ist ein wunderschöner Platz für eine Falle, Alterle. Wie ist denn das? Ach, das ist eine Reuse, ne? Das wird zu einer Reuse, Alterle. Wie weit müssen die im Wasser drin sein? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Alter, der Pause, Alter, Mann, ihr könnt schon wieder abbauen. So, Entschuldigung, war der Partner da. Heute ist alles dabei, Leute. Okay, jetzt haben wir keine Sticks mehr. Und Seile will er auch. Wie viele Seile will er denn? 2 Stück. 2 Stück. Ah, 2 kann ich machen. Müssen wir auch noch machen, die Seilbahn. Also, erstmal drauf. Bam. Dann hier noch welche dazu. Wieso geht das jetzt nicht? Ah, Bämle. Und jetzt kann ich normalerweise die Seile hier anbringen. Okay, und jetzt brauchen wir nur noch Sticks, 28 Stück, die holen wir uns jetzt hier oben. Dann haben wir schon mal eine Fischfalle, dann gibt es nämlich wunderbaren Fisch. Jetzt kommst du von einem ins andere, jetzt muss ich natürlich, wenn ich die Fischfalle baue, auch was fürs Fischräuchern hinhängen. So ist es, und dann sind ruckzuck die Folgen rum und ich habe noch nichts gebaut. Wir werden das halt nach und nach machen, ne? Nur keinen Stress, sagen wir immer. Wie viel habe ich denn jetzt? 6 Stück erst. Gott sei Dank stehen hier ein paar. Ich bin schon am Überlegen, Leute. Wir werden hier eine Holzproblematik bekommen. Ne? Wenn ich hier mal richtig abgerodet habe, ist vorbei. Wenn das Zeug nicht nachwächst. Und das wächst momentan irgendwie nicht nach, habe ich das Gefühl. Kann man das einstellen? Ich habe schon mal gefragt, gell? Ich glaube nicht. Hier. Wer baut denn da so eine riesen Wall? Aber die war vom Spiel vorgegeben, die Wall. Die müssen wir bauen, sonst geht es nicht weiter. Entschuldigung. So rede ich mir das immer ein, wenn ich Sachen mache, die ein bisschen komplizierter werden. So, pass mal auf. Wie viel hast du denn jetzt nehmen? Das 16. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Schalalalala. Ich bin gespannt, ob das...
Ey Leute, liegt da ein Totenkopf drin. Guck mal, der Stein. Die Seerosen werfen auf diesen Stein, der über der Hand ist, einen Schatten, als wäre es ein Totenkopf. Wahnsinn. Ist natürlich keiner. So, meine Freunde, liebe Fischchen. Ich hoffe, wir machen den Teich nicht leer. Jetzt habe ich nichts mehr, ne? Jetzt haben wir keine Sticks mehr, Leute. Da hinten sind noch welche. Da sind auch noch welche. Ah ja, komm, das kriegen wir hin. Dann bauen wir vorne noch das Teil auf. Ich will sehen, ob ich da tatsächlich Holz transportieren kann. Und dann gehen wir los. Dann ziehen wir los, das Katana holen. Da essen wir nochmal vorher. So, mein Freund. Weiter geht's. Ich hoffe, der wächst gut nach, meine Freunde. So, da sind auch noch welche. Wie viel habe ich jetzt noch? 8. Den noch und den da hinten. Und dann haben wir es schon. Dann haben wir es schon. Ich brauche, jetzt habe ich schon wieder nicht geschaut. Ach, den Rockback machen wir später. Den machen wir dann irgendwann die nächste Woche, Leute. Im neuen Jahr bauen wir uns einen Rockback. Den brauchen wir nicht heute. So, kleine Fischfalle. Ich bin gespannt, ob das hinhaut. So, sie ist fertig. Sie ist fertig, Leute. Muss ich die spannen irgendwie? Oder ist es einfach so, dass die da reinschwimmen und dann immer wissen, wie sie heißen? Hallo, Fischle. Komm mal her. Guck mal, ich habe dir eine Falle gebaut. Ich habe dir eine Falle gebaut. Ist ein Goldfisch. Ne, ist ein Koi. Dann gibt's heute... Ja, komm, schwimm darüber. Hier. Hier. Komm, hier. Kann ich den irgendwie animieren, sich umzudrehen? Nee, ne? Ich weiß ja auch nicht. Gut, wir sitzen jetzt nicht die ganze Zeit vor der Falle, Leute. Was haben wir denn jetzt? Lass uns mal kurz überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall das Trocken. Das Ding bauen wir jetzt auch noch auf, Leute. Dass wir zwar Fleisch aufhängen können, sonst muss ich immer runter zum Essen. Wir schauen uns das an. In aller Alter, die Vögel hier. Hier sind viele Vögel. Das ist ein Vogelgebiet. So, was wollte ich denn machen? Ich habe es schon wieder vergessen. Während dem Klicken habe ich es schon wieder vergessen. Hier. Drying Rack. Genau hier nebendran. Ist das hier eben? Ach, das ist halt einfach so uneben hier. Hier wäre ein wunderschöner Platz dafür gewesen, aber da ist jetzt das Vogelteil. Guck mal, die Vögel, denen geht's... Alter, guck mal, wunderschön. Tolles Plätzle, bin ich sehr begeistert. Ah, vielleicht kriegen wir das vorne hin, auf die Veranda. Auf die Veranda. So, dreh's mal, Nemi. Nicht ins Haus. Ja, guck mal, als ob's dafür gebaut wäre. Wunderschön. Ich passe genau den Moment ab, Leute. Ich passe genau den Moment ab jetzt. Haha, hast du gesehen? Ist doch super, 5 Sticks, die holen wir uns jetzt auch noch. Alter, dann ist die Folge gleich rum. Ich plane nichts mehr, nie mehr plane ich was jetzt. So, meine Freunde, was haben wir denn heute? Samstag, ja, Samstag. Die Samstagsfolge. Jetzt pass mal auf. Wir haben überlegt, ob wir morgen eine Folge machen, eine zusätzliche, oder ob ich es am Montag erst bringe. Ich denke, wir machen morgen eine. Wir machen morgen eine Jahresabschlussfolge. Da stiefeln wir gemütlich hier vor uns rum. Weißt du? Das machen wir. Einfach eine Zusatzfolge. Ich beschließe das jetzt hiermit öffentlich. So, dann wisst ihr Bescheid. Morgen kommt The Forest. Zumindest eine kleine, gemütliche Folge will ich machen. So, hier. Ah ja, guck mal, da habe ich schon angezeichnet. Da habe ich schon wieder heimlich angezeichnet, dass ich mich beim Anzeichnen nicht blamier. Ich habe alles durchprobiert. Ich habe alles durchprobiert. Walls, Decken, Stairs. Das hier sind, glaube ich, Custom Stairs, die allerdings keine Treppen gebildet haben, sondern nur die Ebene. Und damit komme ich aber rüber, denke ich mal. So, Leute, das Trocken Rug aufgebaut. Hier sind auch noch Sticks, die nehmen wir auch noch mit. Geh weg, Alter, sonst gibt's auf der Poppes. Und dann hoffe ich mal, dass es gleich aufhört zu regnen, dass wir loskommen. Als ob der Regen Schuld hätte, ne? Ich bin gespannt, Leute, wann die hier das erste Mal auftauchen und meine Idylle zerstören. Aber auch das werden wir irgendwie schaffen. So, wunderbar. Guck mal, hat sich toll integriert hier. 1A passt zur Hütten, zum Hüttendesign. Sind schon Federn da? Ne, 1000 Vögel und keine Federglassen. Was ist los? Ja, komm, anfliegen. Genau. Genau. Nameless, hättest mal ein paar Körner reinmachen sollen. Ist gut. So, jetzt gucke ich mal, ob ich schon einen Fisch gefangen habe. Nee, ne? Der muss bestimmt noch weiter rein. Ja, da werden wir noch das ein oder andere dazusetzen, bis ich mal einen Plan habe, wie das funktioniert. Theoretisch wäre es möglich, dass wir jetzt hier was fangen. Jetzt pass mal auf, hast du Fleisch, dann könntest du das gleich hier reinhängen. Dann ist das schon fertig, die Tage, verstehst du? Sehr schön, Nameless. Und einen Hase hast du auch gehabt. So. Leute, das wäre doch super gemütlich jetzt, oder? Und jetzt noch einen fetten WLAN-Anschluss irgendwo, oder beziehungsweise WLAN halt überhaupt, oder irgendwie Internet hier reingeschleust, kleines Computerle, wäre Platz dafür, für einen kleinen Schreibtisch. Ja, es ist ungefähr so wie bei mir. Hier ist mein Bett, verstehst du? Und hier sitze ich dann. Ne, ich sitze eigentlich hier, aber da ist kein Fenster. Ja. Ne, und hier wäre dann das Klo. Entschuldigung. So, Leute. Gehen wir wieder raus. Bauen wir noch ein bisschen, bevor unser Magen sich in die Nullgrenze senkt. Da müssen wir nämlich runter essen. Und dann gehen wir los. Ich schaue ab und zu auf die Uhr, dass wir es auch wirklich reinkriegen in die Folge. Wie viel willst du denn von uns? 16. Wow. 4 Bäume für so ein kleines Ding. Egal. Nimm die Axt in die Hand und mach Spaß. Ich würde sagen, wir fällen den hier.
Ja, hier müssen wir sowieso ein bisschen lichten, weil wenn die mal kommen, dann werden sie uns hier nämlich über den Zaun hopfen später. Und da ist schon ganz gut. Siehst du, jetzt haben wir schon mal ungefähr ein Drittel der Folge. Ja, ein bisschen drüber vielleicht. Und dann können wir auch noch los. Wir müssen uns nur eine Schildkröte holen, ne? Ich habe nämlich oben gerade unseren Bob verbaut. Bob verbaut, Bob verbaut. Ja, Bob verbaut. So. Hier, wunderschön. Wie viel brauchen wir, haben wir gesagt? 4 Stück, gell? Ja, guck mal, als ob's Absicht gewesen wäre. Wenn ich den ganz knapp hier fälle in die Richtung. Ist das ein Stick oder ist das ein Baum? Haben wir schon mal gehabt, irgendwo, wo haben wir denn da gebaut, wo die kleinen dünnen Bäume nur 2 Sticks geworden sind immer? Nicht so weit hintere nehmen, sonst liegst du unten, Alterle. So. Und? Komm, gib vier Holz. Gib vier. Siehst du? Das ist so ein bescheißer Baum. Aber Sticks sind ja auch nicht schlecht. Ha, herrlich, oder? Herrlich. Die Wall ist ein bisschen überdimensioniert, aber guck mal, nachdem ich die Hütte jetzt weggebaut habe und alles, sind es nur noch 249 Stämme. Das heißt, das ist überschaubar. Wo sind die nur? Ich frage mich halt die ganze Zeit, was ich falsch mache. Ich habe extra nochmal geschaut, Leute, ob ich im richtigen Modus unterwegs bin und so. Ist alles so eingestellt, wie es immer war? Sehen wir ja gleich in den Höhlen, ob da was ist. Weil es regnet jeden Tag einmal. Vielleicht sollte ich, wenn ich offscreen ein paar Bäume fällen, nicht im Vegan-Mode spielen. Kann das sein, dass ich dann immer alles zurücksetze? Vielleicht mal als Frage. Dann würde ich das in Zukunft halt irgendwie lassen mit dem Vorfarmen. Wenn wir nämlich hier gar keine Action haben, wäre es ein bisschen langweilig. Da weiß bestimmt der ein oder andere von euch Bescheid. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Nameless. Dann würde ich nämlich unten auch Holz holen können. Lass mal den umfliegen. Mach mal den hier noch weg so lang. So. Weil wir bauen dann natürlich gleich mal für Holz einen Ständer drauf. Auf den Fahrstuhl, wenn das geht. La 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 la. La 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 la. Ha ja, super Leute. Wir sind voll in der Zeit. Alles super, alles paletti. Wir müssen jetzt nur gleich los essen. Sein Mägele rührt sich nämlich schon. So, Nemi. Wie viel brauchst du noch? 4 Stück? Hol dir einen kleinen Baum da vorne, so einen Waldbaum, so einen Laubbaum. Ein Waldbaum. So, meine Freunde. Die letzten Bäume, die wir heute fällen. Ah, der Regenbogen. Ey, guck mal, das Goldtöpfle muss ganz in der Nähe sein. Das Goldtöpfchen muss ganz in der Nähe sein. Das geht ja fast in unsere Hütte rein. Wenn wir die Perspektive ändern, schaffe ich es, dass der Regenbogen aus unserer Hütte raussprotzt. Sozusagen aus dem Nebel seinem Erschle. So. Dumm, die dumm. Guck mal, ist das idyllisch, ne? Schade, dass die Bäume nicht so schnell nachwachsen. Jetzt haben wir hier so Stumpfe rumstehen. Aber egal. So, der erste Test. Lumm, lumm, da mache ich irgendwann einen Zaun hin. Ja, guck mal, guck mal. Wunderbärle, oder? Wunderbärle. Siehst du? Hier muss man nur einmal kurz hopfen, dann ist alles gut. Anders konnte ich es nicht anzeichnen. So, jetzt kommt der große Moment. Kriegen wir hier einen Holzständer drauf? Da, da, dam, dam, da. Nein, doch. Doch, natürlich. Natürlich. Voucherle. Du musst ihn nur von hier oben anzeichnen, glaube ich. Hier und dann drehen. Ja, klar geht es. Das geht super. Dreh es noch ein Stückchen, jawohl. Hinsetzen und groß geht er auch groß. Nein! Ich habe ihn versaut, Leute. Ich habe ihn versaut. Jetzt ist es ein kleiner halt nur. Tut mir leid. Ich wollte ihn jetzt auch nicht wieder abbauen. Ey, wenn ich aber hier hinstehe, da kriege ich doch bestimmt 2 Stück hin. Fahr mal runter, nämlich. Fahr mal runter. Guck, ob die kommen. Geile Geschichte. Dann können wir nämlich hier unten. Da mache ich einen großen jetzt noch dazu, Leute. Dann haben wir einen großen und einen kleinen. Dann kriegen wir hier richtig schön was eingeladen. Aber hier fehlen jetzt halt auch schon die Bäume, ne? Auch noch nicht nachgewachsen. Machen wir den Stick-Ding hier weg. So. Den bauen wir jetzt erstmal fertig. Ja, super. Ja, gut. Irgendwann wächst es ja wieder raus, ne? Das heißt. Warum habe ich denn den stehen lassen? Den können wir gleich verwenden. Lumli 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 lum. Ich sehe keine Monster. Was ist hier los? Habt ihr keinen Bock? Ihr könnt sagen, wenn ihr keinen Bock habt, mit mir zu spielen. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Ich habe keine Ahnung. Aber es war schon mal so, ne? Da war ewig nichts los und plötzlich jeden Tag. So. Nein, lass das Seil los. Yay! Nameless, gleich mal hier antesten. Gleich mal hier ein kleiner Antester. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Hier in die Richtung, jawohl. Das gefällt mir mit dem Gran, Leute. Finde ich super. Eine super Geschichte. Außerdem brauche ich jetzt nicht außen rumlaufen. Obwohl ich kann ja vorne haben wir die Treppen hoch. Hier haben wir den Fahrstuhl hoch. Und da hinten könnte man auch noch die Ebene hochlaufen. Ne? 3 Wege nach oben. Oh, der war länger, als ich gedacht habe. Ah, schön abgeprallt. Schön abgeprallt. Sehr gut gemacht. Das sind halt Programmierer, verstehst du? Die.
Einer fehlt, ne? Oder zwei. Die sind jetzt unter der Welt. Egal. Ich wollte es ja nur mal testen. Also das funktioniert. Hau mal hier noch einen hin, Leute. Dass mal richtig einmal richtig fett beladen, weißt du? So. Dreh es ein bisschen. Bisschen weiter raus. Ja, komm, es soll schon schön aussehen. Oh, das ist doch super. So, und jetzt mach keinen Fehler, Alterle. Drauf und jetzt nicht mit E. Nicht mit E. Ah, kann das sein? Doch, so, so war's. Alles klar. Also das funktioniert, ne? Den hätte ich auch großen. Da kriegt man auch mehr drauf. Wenn man das richtig mal angeht, kann man jetzt hier noch normalerweise einen hinmachen. Aber so viel Holz haben wir ja hier unten gar nicht. Guck mal hier, wer da ankommt. Grüß dich, grüß dich. Wie viel braucht man denn dafür? Ach komm, jetzt gehen wir essen. Mein Magen blinkt schon. Ich höre euch schon schreien. Der blinkt der Magen, Voucher. Schau doch mal drauf. Habe ich schon wieder nicht gemacht, gell? So, wir gucken aber an der Hasenfalle noch vorbei. So sieht's aus, verstehst du? Unsere Ebene, begehbar von allen Seiten und zur Not kann man auch mit der Schildkröte runterrutschen. Es ist alles perfekt, so wie es haben mag. Und ihr seid dabei. Das finde ich am schönsten. Jetzt hoffe ich, dass hier noch ein Hasle drin ist. Hasle? Nee, den lasse ich frei, den will ich jetzt nicht töten. Komm, renn, Alterle, und komm mir nicht mehr in die Falle. Du kostest mich immer einen Stick, verstehst du? So nicht mit dem kleinen Würstle, weißt du? Super Nameless, falsches Tool. So, wie viel Zeit? Ja, wir gehen jetzt dann los, Leute, sonst wird's nix. Wir müssen uns nämlich noch eine Schildkröten besorgen, verstehst du? Hallo, grüß dich. Seil müssen wir noch fertig machen irgendwann. Da gehen wir am besten morgen mal in die Stadt rüber, Seile holen und Stoff. Dann können wir nämlich da das Ding fertig basteln und gleich probieren. Nameless? Nameless ist was. Ich sehe doch, du bist ausgehungert. Oder frierst du gar? Vielleicht friert er auch. Ja, ja, komm, Leute. Das Jahr macht zu, wir sind es auch. Das ist beim Nameless heute so Brauch. Und ein Alkohol rein. So, mein Freund. Und noch einen Schluck Wasser. Den kannst du draußen nehmen an den Kröten. An den Kröten kratzt er sich die Klöten. Wisst ihr, wie das ist? Das ist ein Zwang, nämlich solche blöden Reime zu machen. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Das kommt immer. Wird's dunkel jetzt? Das vielleicht sollten wir, aber wir müssen aber eine Schildkröte noch holen, Nameless. Sonst kannst du nicht Bob fahren. Das Schöne ist, wir können über die Hochebene heim. Wir müssen hier unten nie mehr rumkrabbeln, wenn wir das nicht wollen. Kann natürlich sein, dass es dunkel wird, aber ob wir jetzt im Dunkeln in die Höhle gehen oder im Hellen, das ist ja wurscht, ne? Jetzt holen wir uns eine Schildkröte, dann machen wir uns gemütlich auf den Weg. Würde ich jetzt mal sagen. Wir gucken natürlich, es müssen noch normalerweise Feinde da sein. Ey, wie schnell die Zeit vergeht, wie schnell so ein. Ich habe sie gehört, aber wo sind sie? Nameless, nimm mal deinen Blockstock. Noch sind wir auf Block-Action. Habt ihr sie auch? Gehört habe ich sie schon mal. Also die Stimmen sind auf jeden Fall noch im Spiel. Da hinten laufen sie. Jetzt ist natürlich blöd, es wird dunkel. Und wir sind mehr oder weniger gerade hier entdeckt worden. Hier ist die Schildkröten-Spawn-Stelle. Stell dich mal dahin. So, wisst ihr noch, als ich so den Stab gehoben habe, da war für euch klar, ihr kommt mir hier nicht ins Gehege. Wo ist denn die Schildkrötengeschichte? Alter, es wird dunkel. Oh, Nameless, es wird dunkel. Da kommt sie doch. Ist das nicht hier eine Schildkröte, Leute? Doch, kurz bevor sie uns tatsächlich nochmal entdecken. Hallo. Alter, wo sind die jetzt? So, mein Freund, du bist mein Bob. Dann gehen wir halt erst nochmal pennen. Dann gehen wir halt erst nochmal pennen. Den Panzer brauche ich, Alter. Habe ich den jetzt eingesammelt? Yo, Turtle Panzer ist da. Wir nehmen unseren Blockstick. Und dann gehen wir hinten rum heim. Nämlich, das Fleisch war nicht mehr gut. Halt mal! Komm her! Oh. Ein bisschen Spaß muss sein. Ladadadi-da-da-da-dam. So, Leute, also der Plan. Was habe ich denn eigentlich geplant gehabt? Oben das Ding haben wir fertig gemacht. Wir haben sogar mehr gebaut, als ich eigentlich wollte. Da vorne rennt doch einer. Der hängt da fest. Guck mal. Man sieht es vielleicht gerade noch nicht, weil es so dunkel ist da hinten in dem Eck. Aber da ist einer. Hier. Forrest! Hallo. Ja, guck, das sind die, die man normal nicht töten soll, wenn man sie probiert, passiv zu kriegen. Was wahrscheinlich nicht mehr geht, weil wir alle schon irgendwie ein paar getötet haben. Jetzt kann ich ihm ja schon mal zeigen, wo er hochkommen muss, wenn er kämpfen will. Ah, da haben wir auch noch Holz. Guck mal. Hier. Nimm mal zwei mitnehmen, Liz. So. Schön. Die kann ich gleich oben reinlegen. Da haben wir oben das Holz. Brauchen wir eh oben, weißt du? Ich höre den. So, hier sieht man auch wunderschön dann den Laufweg. Da machen wir uns noch ein paar Lampen hin. Das wird schon eine tolle Geschichte, Leute.
Hier kann man ja die Steine schon mal verholzen, neue einsammeln. Jetzt schauen wir mal, dass wir geschlafen kriegen. Im Hellen ist es einfach schöner zu spielen momentan. Und dann werden wir noch das Katana holen. Das schaffen wir doch in 10 Minuten, oder? Also ohne uns zu stressen natürlich. Zur Not mache ich in der Höhle natürlich einen Cut, aber normal sollte man das packen. So, nämlich ist dein Zaun da hinten, der nervt so ein bisschen. Den sollte man bald mal fertig bauen, dass der da ist und sich nicht immer so aufbaut, so schräg. So, das hier rein. Ja, wer wohnt denn hier? Annelies, bist du daheim? Ich find's toll. Was macht's Fischgehege? Wo ist denn die Reuse? Hier. Das zeigt doch hoffentlich was an, wenn die sitzt bestimmt falsch. Jetzt gehen wir mal schlafen. Ich hoffe, wir können schon pennen. Kann natürlich sein, dass es noch zu früh ist. Jo, ist noch ein bisschen früh, Leute. Was? Low energy, eat something or get some rest. Ah, da fällt mir gerade ein, eine Bank vor dem Haus. Das ist doch Brauch, Leute, oder? Wir bauen uns gleich mal noch so eine kleine Bank. Wo warten die wieder? Wo war die kleine Bank zum Ausrasten? Mein Freund hier. Woodbench. Wo sitzen wir? Sollen wir hier gucken? Oder kann ich hier noch irgendwas aufsetzen? Au, Leute, siehst du, jetzt wollte ich nämlich auch noch dazu sagen, falls hier ab und zu jetzt solche Kracher losgehen, weißt du, bei uns sind nämlich die ganz, wie wir früher, die krachen jetzt schon hier ihre Kracher runter, verstehst du? Und da kannst du jetzt ab und zu hier mal einen Peng machen. Aber ist, denke ich, bei euch auch so, oder? Schießen sie bei euch schon? Bei uns ist hier schon die Hölle los. Hier kommt, weißt du was, unter das Fenster bei den Vögeln. Dann können die auch die Bank so ein bisschen vollkacken. Das ist nämlich auch Standard, ne? Dass irgendwie eine Bank irgendwo steht, sind Vögel, die sie voll machen. Dann sollte es bei uns auch so sein. So, meine Freunde. Perfekt, jetzt kannst du mal ausruhen. Wieso hast du die Lampe weggeschmissen, Alter? Super. Super. Gefällt mir tierisch gut. Aber du brauchst eigentlich ganz viel Energie neue. Wir gehen gleich nochmal essen. Sobald wir schlafen können halt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das noch gehen will. Hatten wir nicht Schildkrötenfleisch? Hängst du rein? Hängst du rein? Weißt du Bescheid? So, tja Leute, wir können natürlich auch im Dunkeln geschwind rüberschleichen. Ey, das können wir auch machen. Komm, das probieren wir mal. Das muss ja für uns auch möglich sein. So und so. Wenn der Nameless jetzt nicht pennen will, dann machen wir das mit der Fackel klar. Wo waren die Höhle? Vom Cockpit, von der Schnauze aus hoch in die Berge, ne? Ja, das kriegen wir jetzt schon hin. So. Ich will das Katana. Dann speichere ich halt. Ah ne, unten kann ich nicht speichern. Also wir müssen auch wieder raus. Schaffen wir. Schaffen wir. Was machen wir morgen? Was machen wir morgen dann, Leute? Ich werde wahrscheinlich vorproduzieren müssen. Das heißt, wenn ihr hier drauf antwortet, bin ich schon durch. Ich frage trotzdem, was machen wir denn morgen? Wir bauen morgen weiter. Ein bisschen an der Wall oben und kümmern uns um Seil. Also Stadtbesuch, Seilbahn Rückweg, Seilbahn Hinweg müssen wir bauen, damit wir hier so mobil wie möglich sind. Mobilität ist im Prinzip das, was ich am meisten aufbauen will erstmal. So, guck mal, ist ein Hase. Mobilität ist wichtig. So, geht deine Energie voll hoch, ich hoffe es. Trink einen Schluck. Zünd das Ding nochmal an. Es ist natürlich jetzt gerade nicht ideal, mit einer brennenden Fackel hier durchs Gebiet zu huschen, aber das ist jetzt wurscht. Wir werden es überleben, denke ich. Wir wollen ja nur das Katana haben. Ich gucke nochmal, ob ich schlafen kann. Einfach zur Not. Vielleicht habe ich es ja einfach nur vertan. Jo, komm, dann pennen wir halt. Das kann ich gleich nochmal essen. Im Hellen ist es schöner. Ich will doch Bob fahren. So. Nameless, jetzt musst du nochmal essen. Du bist nämlich viel zu früh eingeschlafen. Hast du alles weggemampft hier, Alterle? Dann geh mal näher oben. Das ist hier auch noch nicht fertig. Weißt du was? Die letzten Riegel. Ab nächstes Jahr machen wir Diät, Leute. Versprochen. So. Sollen wir ins Buch gucken, wie unser Kalorienverbrauch ist? Will das jemand wissen? Glaub nicht, oder? Interessiert doch niemanden. Hier. 800 Kalorien rein und 2 verbrannt. 2 Kalorien haben wir nur verbrannt? Alter, ne, da dürften wir ja noch nicht mal eine Beere essen. Nameless, da darf es ja nichts drauf geben. Das Buch ist noch buggy, entspann dich, ist alles gut. So, machen wir hier zu. Hängs. So. Komm, das schaffen wir jetzt noch, Leute. Machen wir mal 2 Minuten länger. Wir gehen jetzt rüber und holen uns das Katana raus. Wie sieht's hier aus? Schon wieder du? Alterle. Das letzte Mal, beim nächsten Mal mache ich dich platt. Ich sag's nur, bleib weg von der Falle. Hab's ihm schon ein paar Mal gesagt jetzt, ne, im Günther. So, meine Freunde. Ja, gechillte Runde. Ich habe momentan so ein ganz kleines bisschen das Problem. Ich bin immer noch nicht so richtig darüber im Klaren, was ich bauen werde oder will. Weil jetzt irgendwas aus dem Ärmel leiern. Kann auch gut sein, dass ich hier jetzt erstmal die komplette Insel irgendwie verdrahte mit Seilbahnen, dass wir ganz viele Ziplines hinbasteln. Können wir auch machen. Wir können auch eine Höhlentour machen. Vielleicht sollten wir auch. Ja, wir können uns natürlich auch vorbereiten und sagen, wir nehmen uns als Ziel einfach mal den modernen Bogen. Da wissen wir, das ist eine ziemlich lange Reise. Erstens mal bis zur Höhle und dann später von der Höhle aus runter in die Tiefen. Vielleicht machen wir das.
Da würden wir uns dann vorbereiten mit Knochenrüstung und so weiter. Das weiß ich halt noch nicht. Kann auch sein, dass wir uns den modernen Bogen holen. Oder dass wir Sinkhole besuchen vorher, weißt du? Haben wir ja alle Möglichkeiten. Uns zwingt ja keiner zu irgendwas. Aber heute holen wir uns erstmal das Katana noch da oben raus. Ich hätte früher losholen. Einmal quer über den See. Die haben ja jetzt hier keine Ungeheuer reingepatcht in den See, oder? Oder holen wir uns das Katana beim nächsten Mal und machen jetzt nur noch eine abschließende Bobfahrt. Weißt du was? Das machen wir so, Leute. Wir machen jetzt keinen Stress. Wir gehen jetzt noch einmal mit dem Bob da oben runterfahren. Und dann treffen wir uns morgen genau an der Stelle drüben. Und dann gehen wir das Katana rausholen, machen uns dann auf den Rückweg. Und der Rückweg, da gehen wir über die Stadt. Dann haben wir nämlich auch die Sonderfolge für morgen schon ein bisschen vorgeplant und wissen, was wir machen. Weil jetzt da runterhechten geschwind, was wir können ja da unten an der Höhle den ein oder anderen Gang zusätzlich machen morgen. Wir können unsere Taschen füllen. Wo will ich denn mit dem Bob runterfahren? Da oben am liebsten. Da oben würde ich am liebsten runterfahren. Ihr habt nämlich gesagt, wenn ich so einen Hang habe hier, dann kann ich damit auch lenken. Und das würde mich schon interessieren, wie weit der sich ausfahren lässt. Von da oben fliegen wir jetzt runter. Genau da, wo der jetzt gerade ist. Moment, ich hole mal meine Schildi. So. Mist. Ich dachte, die rennen weiter gemütlich. So, das probieren wir jetzt einfach mal. Bis jetzt ignoriert sie uns noch, ne? Guck mal. Vielleicht haben wir es ja schon passiver, als ich es mir gerade selber eingestehe. Was? Ich komme gleich mit dem Bob an euch vorbeigeschlittert. Haltet durch, Leute. Haltet durch. Ich komme. Moment. Das sind meine Freunde, verstehst du? Die warten hier. La, 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 la. So. Und das, ich will jetzt gucken, ob ich bis zum Ende vom Wasser fahren kann. Yo, Nameless. Ja. Ja. Oh, das habe ich nicht gewusst, dass das so geil ist. Nameless, wie geil ist das denn bitte mit dir? Yo, Baby! Steh auf, die kommen. Alter, wir hatten doch drüber gesprochen. Das macht ja tierisch Laune, Leute. Du willst, dass ich mit dem anderen Teil block, gell? Sonst kennt er sich nicht aus, dann weiß er nicht, wer ich bin. So. Draufschlagen darf man, habe ich gehört. Ach, wir flitzen einfach wieder. Schwimmen können sie ja hoffentlich noch nicht, oder? Juhui. So. Tschüssle, mein Freund. Mach's gut. Das hat einen Spaß gemacht, Leute. Seid ihr da schon mal runtergesaust? Alterle. Das war sein Spiel. Guck mal, zwischen den zwei Hasen, ne? Total grotesk. Zwei liebe Hasen und so Monster. Ne, ne, schwimmen können sie noch nicht. Ja, weißt du was, Leute? Hier können wir uns eigentlich ein Hausboot mitten reinsetzen. Da kannst du auch mal geschwind flüchten, wenn irgendwas wäre, ne? Also, dann machen wir das jetzt so. Morgen holen wir uns das Katana. Ich verspreche es endlich. Holen wir das Katana raus, gruscheln die Höhle ein bisschen durch, gehen zur Stadt rüber, Seile holen, Stoff holen, dass wir die Seilbahn von der Stadt nach Hause bauen können. Und danach kümmern wir uns um den Turm von unserem Zuhause in die Stadt, die Seilbahn. Das würde ich gerne machen. Was noch? Die wollen natürlich parallel schön weiter Kleinigkeiten aufbauen, dass wir alles an der Baubude oben haben. Und dann geht's weiter. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es war so gemütlich für euch wie für mich. Ich habe auf jeden Fall riesen Spaß gehabt mal wieder. Und ich freue mich ganz tierisch auf morgen. Letzte Folge in diesem Jahr. Bis dann, Leute.